Problem besteht nach wie vor, aber darum geht es heute nicht. Oh, falsche Seite. Ich brauche nur einen Übergang von der Montage zum Video. Jetzt. Denke mal, das habe ich super geschafft. Ich habe ein bisschen was gebaut, wie man gesehen hat. Und zwar die Innenverkleidung. Nicht so schlecht. Ich habe einfach irgendwann mal gesagt, fang an, was kann schief gehen, wenn es halt scheiße aussieht, dann machst du es nochmal irgendwann. Und ich finde, so schlecht sieht das gar nicht aus. Lieben Dank an meinen Kollegen, von dem ich das Holz habe übrigens. Grüße, Inge. Bevor Fragen kommen, ja, ich habe nicht alles verkleidet. Das hat zwei Gründe. Grund Nummer eins, das Holz hat nicht gereicht. Grund Nummer zwei, hier kommt ohnehin so eine Art Küche rein. Von daher war ich der Meinung, ich brauche das nicht komplett runterzimmern. Und in diese Ecke stelle ich nachher irgendwie auf so einen Schrank oder irgendwas, ein Regal, keine Ahnung. Da habe ich mir noch, ach, ich habe noch ein Klo, das könnte eventuell da hinkommen. Wäre eine Idee. Ja, und diese schöne IKEA-Wandhalterung oder was auch immer das ist, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir da irgendwie halt irgendwie Kochutensilien oder irgendwas dran mache. Das hat so eine Art, das genau, das eigentlich ist das eine Pinnwand. Und ich habe die aber auch schon in diversen Küchen gesehen. Also da gibt es auch noch einen Haufen Möglichkeiten, was ich daraus machen kann. Kirchturm. Hier ist auch halt nicht so wahnsinnig akkurat ausgesägt. Weil, wie gesagt, es soll irgendwie vielleicht ein CD-Regal irgendwas da in die Ecke oder irgendwie ein höherer Schrank mit so einem Sitzding, wie zum Beispiel einem Klo oder was auch immer. Das passte, wie gesagt, Holz war alle und die Idee war ohnehin, dass ich das irgendwie unten mit irgendeinem Möbelstück zumache. Eine Sache noch, mehrere Sachen noch. Fang mal an. Der Himmel, den mache ich irgendwann auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit Holz mache oder ob ich mir einfach Stoff ranklebe oder sowas. Eine Stoffdecke, irgendwas rantackern oder sowas. Damit das erstmal zu uns und schön aussieht. Vielleicht ein Tarnnetz von der Bundeswehr, finde ich auch sehr schön. Gibt Menschen, die mögen das nicht. Ich schon. Ich will natürlich auch immer auf die kleinen Fehler hinweisen, die ich gemacht habe. Fehler nicht. Diese Lücke, die ist halt da. Ich brauche ja so ein bisschen Abstand, um das halbwegs gerade zu machen. Und da kann ich auch noch eine Leiste vormachen und dann irgendwie kann ich mir das auch verzieren. Hier könnte zum Beispiel auch noch so ein Regal hin oder irgendwas. Gibt es ja bestimmt Möglichkeiten. Wer Ideen hat, bitte mal kommentieren. Ja, so weit auch schon mal, gar nicht mal so übel. Ich habe lange nicht mehr mit der Kamera gefilmt, meist mit dem Handy. Es tut mir irgendwie der Arm weh. Oh Gott, ich werde alt. Das kennt man ja. Nach wie vor, da ist mein Kocher drin. Und hier unten, da kommt dann später die Kühltruhe, die ich seit Ewigkeiten schon auf meiner Wunschliste bei Amazon habe. Aber da warte ich mal lieber auf mein Urlaubsgeld. Und dann geht auch das los. Da muss ich mir noch Gedanken machen, wie ich dann Strom hinten hinbekomme. Eine Idee wäre ja, ich kaufe mir so eine Powerbank-Box, so ein Riesending. Pack das in diesen hinteren Teil der Küche und dann habe ich da Strom. Ich brauche nicht so wahnsinnig viel. Dann brauche ich noch ein vernünftiges Autoradio. Eine andere Idee wäre noch, gerade fällt mir ein, hinten bei den unsauberen Ecken, könnte ich mir noch schöne große Boxen vor Schrauben vorkleben, was auch immer ranhängen, damit ich auch hier hinten immer gute Musik habe. Also gute Musik habe ich ohnehin, weil ich ja einen guten Musikgeschmack habe. Dann ist hier aber auch laut. Und das ist so der Plan. Finde ich gut. Also ich bin schon mal sehr zufrieden. Die Kisten da unten, die werden auch nochmal vernünftig festgemacht. Das kommt so nach und nach. Mir war es erstmal wichtig, dass ich mal so ein bisschen mal innen anfange endlich. Bett muss nochmal vernünftig festgeschraubt werden. Ich glaube, das könnte wackeln. Und den Rest von der Trennwand werde ich auch nochmal irgendwann verkleiden. Ich habe noch ein bisschen Reste Holz. Dann mache ich das ein bisschen schön. Gerade noch festgestellt. Die Bretter, die haben ja irgendwie Holz im Holz. Und diese Holzaugen, die fallen raus. Naja, da kann man bestimmt noch irgendwie ein bisschen Holzkit oder irgendwas reinmachen. Das ist für mich auch kein Problem. Es soll ja nur gemütlicher wirken und das sind jetzt ein paar Details, die man hätte schöner machen können, aber ich bin auch kein Profi. Das sollte es auch erstmal gewesen sein. Von mir ein kleines Update zum Auto, zum Autoumbau. So sieht es aktuell aus. Es wird immer besser und irgendwann ist das Auto auch mal fertig, was natürlich nie sein wird, weil so ein Auto ist einfach nie fertig. Man hat immer irgendwas zu tun. Also das war's von mir. Danke für die Wahnsinnsaufmerksamkeit. Bei Fragen. Ansonsten nicht. Wie auch immer.
Danke fürs Zusehen. Bis demnächst. Peace.